Tom Meyer und Marc Westerhofen werden zu einer Klinik nach Köln-Porz gerufen. Dort wütet der Melder wegen eines besetzten Behindertenparkplatzes. Hey, hey, Scheiße, hey, hallo. Ich krieg keinen Parkplatz, ich bin behindert. Gut, aber nicht so aufregend. Was ist denn passiert? Wir haben das jetzt mitgekriegt. Ja, der parkt hier und läuft hier rein. Ein junger Mann ist das. Gut, aber ein Pfleger alles gut. Hör mal, das ist doch scheiße hier. Ich suche mich hier. Guter Mann, ich bin behindert. Schau mich an. Schauen Sie mich an, habe ich gesagt. Ja. So, wir können doch ganz normal miteinander reden. Wir wollen Ihnen ja helfen. Wir sind deswegen ja da. Ja. Wie heißen Sie überhaupt? Frank-Peter. Peter. Einmal ein Ausweis dabei. Ja? Dann kümmern wir uns darum. Ich glaube, die Schwester, die will bestimmt zu Ihnen gerade, die junge Dame, die da jetzt kommt. Das ist doch scheiße hier. Hey, jetzt mal ganz ruhig. Ja, der läuft hier rein, junger Mann, mit Klamotten. Herr Peter, ich kümmere mich jetzt mit der Dame darum, Frau Hofmann, ja? Hofmann, richtig. So. Hallo, ich bin Fliegerin hier, ja. Westerhofen ist mein Name. Wir haben ein kleines Problem, da steht jemand auf dem Behindertenparkplatz. Ja. Kennen Sie das Auto vielleicht? Oh, ich weiß. Das Kennzeichen? Nee, das kenne ich so nicht. Ich mache kurze Abfrage, ja, alles halt klar, Abfrage. Okay. Gerne. Kennen Sie gar nicht, ne? Das Auto kenne ich nicht. Normalerweise sind wir ja gar nicht für zuständig, ne? Hummes Ordnungsamt. Ja. Die verpassen eben eine Knolle, gegebenenfalls wird der abgeschleppt. Ne? Das ist doch scheiße durch. Hier. Aber hey, wir haben ja. Ich bin behindert und krieg keinen Parkplatz. Ich fahre hier rum. Meistens. Ja, ja, ich bin ja noch nicht so lange hier, ja, aber meistens ist er. Nein. Aber er das ist. Das hast du nicht so schwer. Er ist Patient. Ein junger Mann, ein junger Mann. Arno, für die 15:34 machst du mir eine Halteabfrage. Köln, Trennung. 918. Alles kriegen wir hin. Das mache ich. Ich bin selber Autofahrer, ja. Und ich fahre seit 82 fahre ich Auto, ja. Ich stelle mich schon auf ein Behindertenfahrzeug. Okay. Auf ein Behindertenparkplatz. Ja, ja. Ja, ich höre. Aus dem Auto steht. Das besagte Kennzeichen Köln, Trennung Ulrichstraße 3918 ist zugelassen auf den Gerhard Theiss. Theiss mit TH, 2812. 1950 geboren, Ehrenburg, Weg 29 in Köln, ist im wohl negativ. Ja, mit. Die Ordnungshüter können aufklären, warum der abgefragte Halter auf einem Behindertenparkplatz steht. Den Herrn Theiss kennen Sie nicht. Doch, das ist mein Patient. Ich bin relativ neu hier und habe jetzt einen Patienten zur Ganztagespflege bekommen. Aber der Herr Theiss, der hat ein Bein, vom Unfall. Kann er nicht mehr bewegen. Er hätte aber eine Berechtigung, auch sein Fahrzeug abzustellen. Hier abzustellen. Herr Peters, hören Sie mal gerade, gucken Sie mal. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz was, damit Sie, wenn Sie beim nächsten Mal sich aufregen, dann brauchen Sie sich gar nicht aufzuregen, wer da aussteigt. Aber hier in diesem Fahrzeug, ne, gucken Sie mal da an der Seite, da liegt ein Ausweis drin. Ja, das heißt, der Fahrzeugführer und dieses Fahrzeug, die dürfen schon hier stehen. Berechtigt. Ist berechtigt, auf so einem Parkplatz ein Auto hier abzustellen. Das tut mir leid. Das ist die erste Sache. Da muss ich halt mal zurücknehmen, jetzt die Aufregung. Gut. Wollen wir hoffen, dass Sie hier nicht noch ein paar Beulen da reingehauen haben, dann sind wir jetzt mal pari. Der Gerhard, der hat nicht nur das steife Bein, der hat auch eine retrograde Amnesie. Also den darf man im Moment auch nicht alleine lassen. Was bedeutet das genau? Der hat Gedächtnisschwund, der kommt langsam wieder. Das ist durch einen Unfall, den er hatte. Aber im Moment weiß der nicht ganz, wo hinten und wo vorne Peter, ist. Hauen Sie gleich. Machen Sie jetzt die Zigarette nicht anmachen jetzt. Wir sind jetzt hier erstmal mal Quatsch. Ja, ich bitte ganz ein bisschen ruhig, können gleich können rauchen, Sie uns ne? den jungen Mann zeigen? Ja, und Pappner. Die Beamten wollen überprüfen, ob die unbekannte Person überhaupt mit dem Wagen des Patienten fahren durfte. Anhand der Beschreibung des Gesuchten vermutet die Pflegerin, dass es sich um ihren jungen Kollegen handelt. Herr Schüller, kann es sein, dass Sie das Fahrzeug draußen abgestellt haben? Ja, von Herrn Theiss? Ja, der Herr Theiss ist ein Patient von mir, das ist richtig. Ja. Wo haben Sie denn irgendwo hingefahren? Ja, zu seiner Adresse. Warum, wenn ich jetzt fragen darf, warum sind Sie jetzt hier? Ja, das Fahrzeug wurde halt auf dem Behindertenparkplatz abgestellt und Herr Peters hat sich darüber echauffiert. Der hat den Ausweis nicht gesehen, der dann hinter der Scheibe quasi liegt. Wo haben Sie denn jetzt Herrn Theiss nochmal hingefahren? Weil der Herr Theiss meinte, der hat ein dringendes Problem, er müsse zu seiner Frau, die hat sich den Arm gebrochen und der hat mir jetzt richtig leid getan und hat mir dann seine Adresse gegeben und da habe ich ihn auch hingefahren. Das war die Mühlheimer Straße. Nein, Mühlheimer Straße? Ja. Der wohnt nicht mehr auf der Mühlheimer Straße, schon über ein Jahr nicht mehr. Der wohnt auf dem Ebernburgweg 29. Die Polizisten ermitteln, dass sich der Patient schon mal verirrt hat und alleine völlig hilflos ist. Die Pflegerin betreut ihn deshalb ganztags und hat die Telefonnummer seiner Frau. Die Beamten bitten sie nachzufragen, ob er bei ihr ist. Ja,
Petra, hier ist die Rebecca. Hi. Ja, hi Rebecca. Du, bist du gerade zu Hause? Ja, klar. Ist der Gerhard bei dir? Nein. Du, hör mal, wir haben wahrscheinlich das Problem, dass der Gerhard zu seiner alten Adresse gefahren worden ist. Also zu eurer alten Adresse, Mülheimer Straße. Fahr da mal bitte schnell hin, ich komme da jetzt auch hin. Unser Azubi hat einen kleinen Fehler gemacht. Der ist wahrscheinlich jetzt alleine dort vor Ort. Ich bin ja auch mit der Polizei. Wir kommen ganz schnell dahin. Guck, dass du auch dahin kommst. Vielleicht, dass der da nicht alleine ist. Wir kommen jetzt, Petra, ne? Rebecca, wir treffen uns dann. Genau, auf dem Burgweg, ne? Bis gleich. Tschüss. Zuvor fällt Mark Westerhofen aber etwas auf. Der junge Auszubildende will heimlich etwas verschwinden lassen. Was haben Sie da noch gehabt in der Hand hier? Tun Sie das mal raus. Ja, das Geld. Wofür? Oh, Sie haben mal viel Geld dabei. Für das Nachhausefahren. Ah, da hat er Ihnen was zugesteckt, Herr Schöller. Ganz sicher? Darf ich mal sehen gerade, wie viel sind das? Das sind 200. 200 Euro, da fahre ich schon auch dafür. Da fahre ich noch ein bisschen weiter als nach Hause. Aber 200 Euro, ich glaube kaum, dass das in Ordnung ist. Mhm. Die wissen ja schon, dass das irgendwie so eine Gefälligkeit ist, die sich bezahlen lassen. Das ist nicht in Ordnung, das wissen Sie schon. Ja, wir müssen uns jetzt auch wohl ein bisschen beeilen. Genau. Ganz okay, heißt, ist da machen wir. Ich glaube, da werden wir gleich noch mal auf Sie zukommen. Die Personalien kriegen Sie. Ich habe Ihre Personalien. Die 200 Euro sind erstmal sichergestellt. Ne? Von dem Auto. Das ist auch nicht Ihr Auto, das nehme ich jetzt auch mal mit. Aber kommen wir später auf Sie noch mal zu. Ne? Wir haben uns dazu entschieden, die Frau Hofmann mitzunehmen, seine Pflegerin. Sie kennen Theis persönlich, sie kann ihn uns auch natürlich sofort zeigen. Wir hoffen auch, dass Herr Theis sie auch erkennt. Das kann uns die Situation natürlich erheblich leichter machen. Wir wissen ja nicht, in welchem Grad sich seine Krankheit befindet. Von der Pflegerin erfahren die Beamten, dass der Patient Mechaniker ist. Er hatte vor kurzem einen Arbeitsunfall, bei dem ihm ein Metallstück auf den Kopf fiel. Seine Frau ist besorgt. Hallo, guten Tag. Sie sind die Frau Theis? Ja. Ah, wunderbar. Hallo. Hallo, Petra, sind die 15.34 fort. Hey. Der Azubi, der hat den irgendwie hier hingebracht, anstatt zu eurer Adresse. Guten Tag, Sie sind die Frau Theis. Die Frau Theis, ja. Alles klar. Wie sieht's aus mit Ihrem Mann? Wie ist der gesundheitliche Zustand? Vergisst er alles jetzt eigentlich, oder? Ja, in letzter Zeit schon. Sie hat noch einen Arm gebrochen, oder nicht? Ja, den rechten. Aber es ist schon ein halbes Jahr her und ich weiß überhaupt nicht. Okay. Ich bin im Moment ein bisschen durch den Wind. Ja. Gut, dann gehen wir mal gucken. Wissen Sie eigentlich, wer jetzt hier wohnt? Haben die ein Haustier, einen Hund oder irgendwie keine sowas? Keine, wissen Sie alles weiß gar nicht. Ja, ne? Wir wohnen ja schon ein Jahr nicht. Ja, mehr. Eben. Ja. Okay. Keine Ahnung. Ja gut, dann gehen wir mal gucken. Oh, ja. Hast du da schon irgendwas? Wohnt die Familie Dassler? Ja, das ist unten oder oben? Ich klingel einfach mal. Ja. Nee, das ist eine Klingel da fürs ganze Haus. Hallo? Weg mit dem Schläger. Hey. Ich bin nicht der Böse. Das ist der Böse, der hat meine Dienstwatsche. Auf den Bauch. Okay. Was hat der hier will? Bei mir. Ach, warte, das ist mein Haus. Moment. Meine Wohnung. Du bist ja eingebrochen. Ja. Mann. Ich stehe ja harmlos, da fällt mir was. Ja, ist jetzt gut. Bleib mal ruhig da unten. Komm sofort zu Ihnen. Sekunde. Ja. Wahrscheinlich, was der hier will. Ist hier eingebrochen in meiner Wohnung. Ach Quatsch. Dann gib mir mein Tablett wieder. Hey, jetzt hör mal auf zu brüllen. Ist gut jetzt. Bringt dir nichts mehr. Ne? Jetzt liegst du am Boden und nachher tust du dir noch weh. Bringt alles nichts. Also ruhig bleiben. So. Ja, unsere vermisste Person, den Herrn Theis, den haben wir tatsächlich hier ausfindig machen können, aber in einer Situation, in der ich mich auch nicht sehr gerne wiederfinden würde. Es stand nämlich eine weitere Person hier über ihm. Der hat ihn scheinbar irgendwie gefesselt. Also wir haben so einen komischen Gurt. Das ist die eine Sache, aber die viel schlimmere Sache ist, er hing mit dem Tennisschläger wirklich über dem. Und ja, ich vermutete, er wollte jetzt gerade eben halt zu lang. Und da wäre dem Herrn Theis hier sicherlich halt etwas sehr, sehr Schlimmes zugestoßen. Und das mussten wir verhindern. Herr Theis. Ich wohne hier. Ja, da haben Sie mal gewohnt. Nein, ich wohne hier. Ich suche meine Frau. Warten Sie mal ganz. Sitzen bleiben, ne? Sitzen mal. Nichts. Kommen Sie mal rein. Petra. Kommen Sie mal rein. Was macht der Blödmann hier? Piss es. Was macht der Spinner hier? Kommen Sie hoch. Schatz, komm mal hier. Ich bin gar nicht mehr so über ein Jahr. Wie geht's in deinem Arm? Lass mal gucken. Weil, Schatz, mein Arm, das ist ein halbes Jahr her. Wo ist der Gips? Der Gips, der ist doch seit einem halben Jahr ab. War das der Arm? Wo wollen Sie denn alle? Wo kommen Sie denn alle her? Ganz kurz. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Arne. Arne Dassler. Herr Dassler. Der ist bei mir eingebrochen. Der ist bei Ihnen angebrochen? Ich wohne hier. Sie wohnen nicht mehr hier. Das ist wir wohnen seit einem Jahr nicht mehr hier.
Schatz, hier wohnen wir. Oh, und du hast einen Arm gebrochen. Nicht und ich dachte, mehr. Das wäre der. Und du sagst jetzt, es ist der. Gerhard, jetzt hör mir bitte zu. Ja. Wir wohnen hier seit einem Jahr nicht mehr. Und ich habe mir den Arm vor einem halben Jahr gebrochen. Ja. Hör auf. Ich bin ja schon total froh. Petra, hast du gerade zu mir gesagt. Ja, so heißt du doch, Schatz. Okay, ich glaube, es ist ein Missverständnis. Hast du einen Schlüssel? Was ist denn hier los? Wir machen es jetzt gleich los. Ja, warum weiß ich jetzt meine Frau, seit einem halben Jahr, dass der mich mit meinem Namen anspricht? Hallo, Gerhard. Geht's dir gut? Rebecca, was machst du denn jetzt hier? Ich hab nach dir gesucht. Hast du frei? Ich hab nach dir gesucht, Gerhard. Warum? Du warst doch gerade noch mit dem Max unterwegs. Und jetzt ja, den Max habe ich bezahlt. Dem habe ich 200 Euro gegeben. Aber du bist in der falschen Wohnung. Die Beamten erklären dem Angreifer, dass der Eindringling an einem vorübergehenden Gedächtnisverlust leidet. Der Mieter wurde vor kurzem beraubt und sah deshalb sofort rot. Ist bei Ihnen dann letzte Woche eingebrochen worden? Bei mir ist eingebrochen worden, ja. Dabei habe ich mich bei der Polizei gemeldet. Ja, und dann ist da wieder nichts passiert. Ich kann ja? Und jetzt komme ich hier in meine Wohnung rein, weil ich gerade im Kiosk war und mir was zu trinken geholt habe. Kommen Sie runter. Verstehen Sie die Situation ein bisschen? Also ein bisschen einfühlsamer sein, ein bisschen ruhiger werden. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt, mitten in meinem Wohnzimmer. Wobei denn ertappt? Genau. Wie er mich wieder bestehlen wollte. Wahrscheinlich wollte er irgendwie noch... Sie hören doch gar nicht zu. Hallo. Sie hören mir gar nicht zu. Der Herr ist davon ausgegangen, dass er hier immer noch wohnt. Verstehen Sie, der ist krank. Okay. Okay. Ich kann Ihren Frust oder Ihren Ärger absolut verstehen, okay? Aber jetzt können wir jetzt runterfahren. Ich habe Ihnen gerade erklärt, dass er das gar nicht begreift. Beziehungsweise sich nicht daran erinnern kann. Okay? Okay? Ich habe Ihnen die Handschließen auch abgenommen, ne? Ja. Wir beruhigen uns jetzt alle. Und ich kann Ihren Frust auch verstehen, wenn bei einem eingebrochen worden ist. Das ist natürlich nicht schön. Okay? So, Sie haben den Mann dann dabei erwischt quasi. Sie haben ihn auch gefesselt. Ja. Haben Sie die Polizei überhaupt angerufen? Nee, die machen ja nichts. Was wollten Sie denn machen? Da haben wir schon das Problem. Ich hätte ihn jetzt zum Reden gebracht. Ah, also okay. Also hier so Sachen, die man so im Fernsehen ganz gerne mal sieht. Man zwingt ihn, irgendetwas zu sagen. Jetzt kommen Sie mal echt mal ganz schnell ganz runter, weil sonst werden wir gleich auch ein bisschen böse. Einbruchspuren haben wir nicht. Haben Sie das aufgelassen hier? Ja. Reinspaziert, okay. Dann spazieren wir jetzt wieder raus. Sie kommen am besten einfach mal mit mir. Ich glaube, wir waren sehr, sehr froh, als der Herr Theis doch unversehrt war und als er in die Arme seiner Frau, der Petra, geschlossen wurde. Ich sag ganz ehrlich, da hatte ich schon ein bisschen feuchte Augen gehabt, bin ich ehrlich, weil die ganze Situation einen Menschen, der aufgrund eines Unfalls in der Arbeit in einen derzeitigen gesundheitlichen Zustand versetzt wird und letztendlich halt sich an nichts mehr erinnern kann. Also der hat ja auch gesagt, was mit dem Armbruch, was ja schon über ein Jahr her war oder ein halbes Jahr her war, er konnte sich wirklich an nichts mehr erinnern. Ich bin nur froh, dass die beiden jetzt wieder zusammengefunden haben und hoffen wir, dass der Theis zukünftig in eine solche Situation nicht mehr reinkommt. Der Mieter wird wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohung angezeigt. Der Ehemann erlangt sein Gedächtnis nach wenigen Wochen wieder.